Das Hochgebirge der Alpen befindet sich seit vielen Millionen Jahren in einer sogenannten geologischen Auffaltung. Erdplatten drücken gegeneinander und lassen das Gebirge emporsteigen. Die Alpen zählen wie der Himalaya oder der Kaukasus zu den jüngeren Hochgebirgen. Die Alpenlandschaft ist von Gebirgsketten, die teilweise weit über die Baumgrenze hinausragen und durch tiefe, fruchtbare Täler gekennzeichnet. Die faszinierende Landschaft lockt im Sommer und im Winter Touristen an. Dies gefährdet allerdings zunehmend die abgeschiedene Naturlandschaft. Die Bayerische Alpenregion erstreckt sich vom Allgäu im Westen bis in die Berchtesgadener Alpen im Osten, entlang der Landesgrenze zu Österreich. Auf dieser Grenze liegt auch die Zugspitze, die mit 2962 Metern die höchste Erhebung Deutschlands darstellt.